Sind aber viele Spuren. Ist irgendeine Herde. Fasane oder Schweine? Hirsch. Ja, das sind Weibchen. Mein Tracking-Skill ist hochgegangen. Trecker-Skill, müssen Oh, wir nicht beim. Rotfuchs zieht. Oh, der ist Ja. hier, der ist hier. Geschlossener Was? Kreis. Okay, dann lass uns mal ein bisschen weiter zurück. Was heißt zurück? Ja, dass wir rundherum ein bisschen mehr offene Fläche haben. Hey, wo willst du denn hin? Ich will über den Hügel da hier schauen. Ja, du musst aber zusehen, dass du den Rotfuchs auf offener Fläche erwischst dann. Wir müssen halt ringsrum nah da jetzt die Augen offen halten. Wenn du nämlich Gebüsch jetzt hier im Weg hast, ist scheiße. Weil so groß sind sie ja nicht. Ja, willst du callen? Willst du nicht callen? Ah, Korn. Ja, wenn der Kreis geschlossen ist. Du hast die Hüfte. Ich hab doch jetzt gerufen. Ich habe gedacht, du wärst nach hinten gegangen, dass wir uns ein bisschen aufteilen. Bei dem zu folgen, das würde nicht so viel Sinn machen. Weil die sind echt zügig unterwegs. Jetzt heißt es Augen offen halten. Und vor allem stillhalten. Wenn er jetzt von hinten kommt, dann haben wir eh die Arschkarte, weil er nur Gestrüpp ist. Hier auf den Hügel hoch, hier vorne. Nee, ringsrum offene Fläche, das ist das Beste, was du machen kannst. Weil wenn du auf dem Hügel stehst, kannst du dir die anderen Seiten nicht abdecken. Das ist doch nicht blöd, das sieht uns doch. Die kommen recht nah ran, wenn man ruhig hält. Also bis auf 20 Meter kommen sie definitiv ran. So, und das Gestrüpp da vorne ist über 20 Meter. Aber entweder ist er raus aus der Call-Reichweite oder. Ja, abwarten, Augen offen halten, da wir ja nicht wissen, aus welcher Richtung der jetzt kommt, falls er kommt. Da war doch was. Das können die doch nicht hören. Na gut, sind Hunde. Also ich halte jetzt den Bereich Richtung Norden mal ein bisschen im Auge. Rundumsicherung. Bei den Hasen ist es ja so, die kannst du ja zum Beispiel nicht callen, ja? Die kannst du Ja. nicht anlocken, die kannst du nicht callen, aber die haben irgendwie feste Gebiete, feste Reviere, wo sie sich aufhalten. Halt dein Maul.
Ja, das wird uns wieder einen Strich durch die Rechnung machen, indem es herkommt. Ja, ich habe eh so die Vermutung, dass der das nicht hört. Oder der hat uns schon gewittert und ist schon abgehauen. Ja, lass uns weitergehen zu deinem Punkt. Ja, praktisch sind wir eigentlich schon da, wo ich hin wollte, auf die Felder halt. Auf die offenen Flächen. Da hoch auf den Berg wolltest du, Mann, ey. Ja. Auf jeden Fall, die Füchse sind sehr, sehr aufmerksam, wie die Kojoten halt auf der anderen Map. Da, wenn du dich bewegst, dann sind die ziemlich schnell weg. Ja, von dem Hügel aus können wir noch mal so nach. Ja, Rotfuchs flüchtend. Zumindest habe ich wieder was erfüllt an Mission. Ja, ich auch gerade. Was habe ich schon für Underscore? 140. Oh je. Eine Maus. Da kannst du mal sehen, der Rotfuchs flüchtend, den hätten wir jetzt noch lange warten können. Da waren wir wahrscheinlich schon zu nah dran. Hier ist er wieder ziehend und ich habe die Mission jetzt fertig, oder was? Flüchtend. Da war er wieder ziehend, dann waren es zwei. Ja, weil ich zwei Missionen hintereinander erfüllt habe. Wahrscheinlich sollte ich zwei verschiedene Fährten sammeln. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir sehen jetzt hier unten irgendwo auf der offenen Fläche. Alles schön, wenn man schon von Weitem weiß, wo er ist, dann macht es auch ein bisschen mehr Sinn, die anzulocken. Da ist die andere Spur. Immer noch flüchtend. Hier hat man eine schöne Aus. Hier wäre es eigentlich schön. Wenn man hier kriegen könnte. Da, hast du gehört? Was? Der Fuchs hat geblärt. Da unten. Ich rufe ihn direkt zurück. Bleib da. Kannst du von dort aus gut einsehen? Wenn ich wüsste, wo er ist. Ja, so ziemlich unsere Blickrichtung darunter. Siehst du links die größere Baumgruppe und rechts so eine kleinere? Zwischendrin Strohballen? Ja. Aus der Richtung. Oh! Rechts neben dir war einer. Was, Fuchs? Ja. Gerade abgehauen. Und das ohne Aufnahme. So Leute, da wären wir wieder. Jetzt haben wir gerade verpasst, das mit der Aufnahme. Also ich zumindest. So wie ich Jimmy da kenne, der lässt das die ganze Zeit durchlaufen. Ja, so ein Stücken, ja. Und ja, wir haben jetzt gerade unten auf der offenen Fläche einen Fuchs jaulen gehört. Und ich habe mich ein bisschen weiter nach rechts verschoben und da ist direkt rechts neben Jimmy da erstmal ein Fuchs abgehauen. Der stand direkt neben dem Fuchs. Das behauptest du zumindest mal. Doch, das war so. Jetzt stellt sich ja die Frage, wo ist der Kollege, der ungefähr aus der Gegend hat er gecallt? Aber Füchse sind halt recht klein. Und ich glaube nicht, dass es der Kollege jetzt war, der jetzt gerade schon abgehauen ist. Da wäre er nämlich ziemlich schnell. Ah, da unten ist er. Da unten ist er. So, wir sind noch mal beim Oh, Strohballen. das ist sogar ein Besonderer. Das ist ein Spatzer. Wo bist du denn? Wo warst du denn? Guck runter auf die graue Fläche. Der kommt gleich auf die graue Fläche. Da kommt er. Da kommt er. Rechts, rechts, rechts. Oh ja, ich Guck sehe doch ihn. ohne Fernglas. Erkennst du Ja, doch ich eher, hab ihn doch, Mensch. ich hab ihn doch. Und was willst du schießen? Soll ich ihn schießen? Ja, natürlich! Du hast ihn noch Dein erster gefunden. Fuchs und es ist ein besonderer. Zück die Waffe! Mach ihn weg! Das ist kein normaler, das ist eine Farbgebung. Mit der dicken Flinte. Ah, Oh. wie komme ich hier raus? Weg, weg. So.
Shift, Alter, drück Shift. Aber ich will definitiv mit der Haube aufs Bild, Mensch. Da war es ja gut, dass wir den zweiten jetzt verscheucht haben. Wenn ich überlege, wir hätten jetzt diesen normalen, lumpigen Rotfuchs geschossen. Den hätten wir mit dem Bogen geholt. Alter, schön. Das ist sogar ein besonderer. Da musst du mir jetzt mal sagen, wenn du den Hunter matest, ob da die Farbgebung irgendwie mit dasteht. Schau dir mal ein Video an. Hey. Am besten wäre es eigentlich, wenn du dich so ein bisschen mit neben mich gestellt hättest fürs Foto, aber du kannst dich ja noch verschieben. Mit der Leertaste kannst du den Modus wechseln, ne? Das kennst du dich noch aus, ja? Leertasten kann ich Modus wechseln. Ja. Den Modus, wo du die Kamera bewegen kannst und den Modus, wo du Tier und Mensch bewegen kannst. Nee, ich bin ja mit der normalen Kamera drauf. Ach so, du bist doch gerade beim Trophy Shot. Nee. Boah. Das wird immer noch hochgeladen. Wie lange braucht er denn? Kannst du mal auf den Fuchs zielen? Ja, steh mal auf. Schau mich an. Geht nicht, im Zielmodus geht das nicht. Das war doof. Ja, wird gleich hochgeladen, was soll's. Na Komm, gut. schnapp dir jetzt den Fuchs, mach deinen Trickshot jetzt, los. Ja, dann wolltest du doch neben dran stehen, oder? Hajo. Ajo. Wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich mich, hä? Jetzt habe ich gerade die Peilung verloren. Hinter dir, neben dir. Hä? Ach, ich stehe drauf. So, Rotfuchs. Oh, disqualified? Ja. Wahrscheinlich doch ein zu großes Kaliber. Disqualifier. Och, verfluchte. Na gut, das merkt ja keiner beim Profischritt. Deswegen Bogen, Armbrust. Aber wurscht, du hast einen schönen Fuchs geschossen, Mann. Da stand keine Farbe mit da oder sowas. Nee. Der lebt noch! Da muss ich doch erstmal ins Wiki gucken, was es da für Farbgebungen gibt, was das nun ist. Nee, das ist so makaber. So, wie mache ich mein Foto? Mit der linken Maustaste, wenn du im richtigen Modus bist. Kamera Modus A. Du stehst da besser als ich. So, nebenpasta, komm.